Herzlich willkommen zu dieser Show. Schön, dass du am Start bist. Ich bin heute hier in Hamburg, ziemlich hoch gelegen, direkt neben dem Michel, im Schatten des Michels sozusagen, bei bestem Hamburger Wetter. Und ich treffe mich hier heute mit dem Mann hinter dem Erfolgsmagazin. Das ist Julian Backhaus. Hi. Gesprochen hat. Und dann bist du unterwegs, du bist in besonderen Orten, Hotels mit schönem Ausblick, so ähnlich wie hier. Man sieht dann mal ein Privatjet im Hintergrund oder den Hafen und so weiter. Mhm. Was ist das? Bist du da auf Shooting-Tour oder bist du wirklich unterwegs im Privatjet? Also natürlich bin ich auch im Privatjet unterwegs, aber nicht andauernd, weil das andauernd viel zu teuer wäre. Aber manchmal ist es halt irre praktisch. Und ich habe das große Glück, und weil viele sagen, Mensch, du bist ja eigentlich nur an schönen Orten unterwegs und so weiter. Ich bin natürlich teilweise auch mal an nicht so schönen Orten unterwegs. Die fotografiert man natürlich nicht, da hast du natürlich recht. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen jetzt so ein Daily-Format, wo man mich tatsächlich, ich sag mal, jeden Tag so gucken kann, wo ist denn der jetzt wirklich unterwegs und was stimmt denn davon alles und so weiter und so fort. Ne? Also das heißt, von daher, da bin ich jetzt bald völlig gläsern. Mhm. Und ich habe da aber auch zum Glück gar kein Problem mit, von daher können da vielleicht so einige Leute sich so ein bisschen Inspiration und so weiter von holen. Das ist zumindest die Hoffnung. Mhm. Und jeder von uns kann von jedem da draußen, wenn er klug ist, etwas lernen. Das ist so die wahre Weisheit. Habe ich letztens irgendwo so einen schönen Spruch gelesen, die wahre Weisheit ist, wenn man von allem und jedem etwas lernen kann. Auch aus schlechten Dingen. Ja, also klar, die typische Fuck-Up-Story ist manchmal auch sehr, sehr geil. Und die Fuck-Up-Story finde ich gar nicht so gut, muss ich dir sagen. Ja. Ich finde eine Story, die mit dem, ja, es hat nicht geklappt, endet, finde ich scheiße. Motiviert mich, sondern die Fuck-Up und dann wieder gewonnen Story, die finde ich gut. Ja. Weil derjenige dann zeigt, es hört nicht beim Fuck-Up auf, sondern da fängt die Arbeit erst an, mein Freund. Ja, das will der Markt auch. Das ist ja auch doch das Wichtige, ne? Dass ich ein Bedürfnis befriedige, was die Leute haben, also was der Markt will. Und ich glaube, dass da ist der Markt sehr ausgetrocknet nach einem Kurator, der diese ganzen erfolgreichen Sachen zusammen... Deswegen sind wir mit dem Erfolgmagazin auch so erfolgreich, weil wir nicht uns selber vermarkten. Ich vermarkte nicht mich als Person oder irgend so einen Scheiß. Sondern wir holen alle erfolgreichen Persönlichkeiten der Welt zusammen und bringen sie an einen Ort und machen sie da verfügbar. Und das ist das, was die Leute lieben. Und dafür sind sie auch eigentlich bereit, fast jeden Preis zu bezahlen. Weil wir sonst einfach wie so ein Vogel von Baum zu Baum fliegen müssen und müssen dann zur Akademie von Hans Müller und zur Akademie von Peter Mayer und überall sich ihre Brocken abholen, sozusagen. Und das Modell funktioniert nicht mehr lange. Deswegen sage ich ja, ja. Dass du die gleiche Funktion hast. Super. Ja. Wir bringen auch die Leute zusammen und im Endeffekt, also ich meine, es ist ja nicht nur so, dass ich die Bücher lese und die Zusammenfassung erlebe, was natürlich auch schon viel ist. Ja. Mittlerweile sprechen die Autoren selber. Mhm. Sehr schön. Jetzt nochmal. Schnell nach Bremerhaven. Wir sind noch verabredet mit Martin Rütter. Und jetzt ist es schon dunkel. Aber ich denke mal, wir werden jetzt flott mal dahin düsen. In der Stadthalle ist das. Und haben dann hoffentlich wieder eine schöne, geile neue Story fürs Erfolgmagazin. Hunde, die uns beim Erfolg helfen. Ja? Ja, hi Steven, grüß dich. Ich bin gerade in Bremerhaven und kann leider gerade nicht sprechen. Vielleicht gleich, mal gucken. Ja, gleich könnte klappen. Okay. Du musst dann sehr nah ran, so, ne? Du musst Ich habe es auch noch nicht rangezogen. Ja, genau. Du kannst auch nur fast nah rankommen, kannst dich hier auch hinsetzen und so weiter. Aber weil sonst ist das nämlich zu... Sonst, ich meine, der Raum sieht mega scheiße aus. Ich will sogar nicht machen.
Martin, du bist ja Deutschlands bekanntester Hundetrainer, wobei sich ja das mehr so ein Tarnbegriff, weil ihr eigentlich Menschen trainiert, oder? Das stimmt. Der Begriff wäre nur zu lang gewesen für eine Fernsehsendung. Also wenn man gesagt hat, die Sendung heißt nicht Hundeprofi, sondern Profi in Erklären von Hunden an Menschen, wäre ein bisschen lang gewesen. Aber du hast recht, es ist eigentlich, der Begriff Hundeschule ist schon falsch. Weil das, was ich mache, ist ja tatsächlich Menschen erklären, wie ein Hund funktioniert oder worauf man achten muss. Das ist schon sehr klug erkannt. Okay. Grüß dich, Steven. So, ich bin jetzt mit dem Gespräch durch hier. Wir haben uns ja gerade mit dem Martin Rutter getroffen, diesem berühmten Hundetrainer. Und jetzt sind wir durch. Was war's Anliegen? Alles gut, nein. Alles gut, alles fein. Zum Erfolgreichsein gehört es dazu, dass man ab und zu mal ein paar Dinge ausprobiert. Das ist alles gut.